Heute wird wieder für jemanden gekocht, für mich, um genau zu sein. Ihr seht hier schon die fertigen Essen, die werden jetzt gleich erst vorbereitet. Aber ich bin natürlich wie immer am Anfang des Videos da, um euch richtig auf den Sack zu gehen. Falls ihr nämlich noch kein Abo dagelassen habt, hau ich euch auf die Fresse. Denn bei 200 Abonnenten kriegt ihr den Gaming-Kanal von Julian Bam. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das einfach mal machen würdet. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mein Gewürz kaufen würdet mal. Das ist jetzt bald auch in diversen Edeka-Märkten zu erhalten. Also es ist im Einzelhandel bald. Guckt euch erstmal eine Werbung an von Ostmann. Und dann geht's auch schon direkt los, wenn hier drei Leute, Annika, Timo, die andere von Gerrit, heute richtig schön was für mich kochen und ich muss erraten, was es ist. Los geht's. Bevor es jetzt weitergeht mit dem Video, erstmal eine kleine Werbeunterbrechung für meinen Partner Ostmann. Da könnt ihr mit dem Code FREEWAFFEL 10% sparen auf Sortiment, mein Gewürz kaufen. Aber heute geht es erstmal um das Ostmann lecker für Bratkartoffeln Gewürz, denn wir machen heute schnell ein paar kleine Bratkartoffeln. Dafür schneidet ihr ein paar Kartoffeln klein, dann legen wir das Ganze nochmal kurz in kaltes Wasser, nehmen uns eine Pfanne, machen Butter und ein bisschen Olivenöl da rein und braten dann auch schon unsere Kartoffelchen schnell an, tun dann noch ein paar kleingeschnittene Zwiebelchen dazu und am Ende wird das Ganze abgerundet mit Petersilie. So schmeckt's immer mit lecker für Bratkartoffeln von Ostmann. Könnt ihr auch erwerben mit dem Code FREEWAFFEL. Da könnt ihr 10% dann sparen. Jetzt viel Spaß, weiter im Video. Also, ich mache heute einmal zum Thema Brot, so überbackenes Brot im Ofen. Man kennt das vielleicht von so Mittelaltermärkten. Das ist dann einfach so eine Brotschnitte mit so grobem Brot. Da mache ich Schmand gemischt mit so Gewürzen und Schnittlauch und ein bisschen Porree drauf. Und es wird dann mit Käse im Ofen nachher gebacken. Ich glaube, auf dem Mittelaltermarkt heißt das Furzleib. Und ich weiß auch warum. Ja, ich mache zum Thema Brot mein Favorite Frühstück, wenn ich mal keinen Kater habe. Und zwar gibt es eine schöne Avocadoschnitte mit ein paar Cherrytomaten, Lauchzwiebeln und da drauf dann ein pochiertes Ei. Hallo! Zum Thema Brot habe ich mir heute überlegt, dass ich Frikadellen mache. Das werden Freestyle-Dellen, weil ich kann es nicht probieren, weil ich esse kein Fleisch und ich habe eigentlich auch absolut gar keinen Peil, wie man Frikadellen macht, aber es ist Brot drin. Also zählt das. Dann fangen wir doch mal alle an. Ich glaube, ich mache ja auch eine besonders dicke Scheibe, weil wenn die eh in den Ofen kommt. Gerade ist auf jeden Fall was anderes. Wie viele macht man denn so? Ich mache eine Scheibe. Ich versuche erstmal eine gerade zu schneiden. Meine Hose ist auf. Darf ich an dein Waschbecken? Na komm, wasch dein Lauch. Danke. Gut, ja, wie fängt man Frikadellen an? Wir machen das wie immer nach Augenmaß und mixen einfach mal frech alles zusammen, was so geht. Und dann gucken wir mal, was wird. Was wird? Na, das werden 1 Frikadellen, wenn ich das Papierchen hier gefunden habe. Ich schneide jetzt hier erstmal eine öllig klein. Wie lange brauchst du, Timo? Also ich bin gleich fertig, ich muss nur noch das Ei pochieren. Kriegt ihr euer Essen dann irgendwie warm gehalten oder so, dass es... Also ich würde meins halt erst in den Ofen tun, wenn du sagst, dass du fast ready bist. Okay. Ich würde das Ei halt dann auch erst machen. Okay. Ich habe eben schon gedacht, wir können einander helfen, aber das ist dann irgendwie der Sinn des Videos, ist dann verfehlt zu erraten, wer was gekocht hat. Ich möchte ja auch gewinnen. Und mit meiner Hilfe würdest du das nicht? Nein. Okay, wir schließen Wetten ab. Was glaubt ihr, wer würde gewinnen wohl heute? Keine Ahnung. Ich glaube, meins ist halt relativ easy zu erraten für Freddy. Und deswegen würde er dich nicht als Gewinner nehmen? Vermutlich, ja. Nee, ehrlich, Nina, ich glaube, du wirst gewinnen, weil so Frikadellen, so herzhaft, ich glaube, das könnte genau Freddys Fall sein. Also wenn du es gut machst, hast du, glaube ich, die besten Chancen zu gewinnen. Okay, dann hoffe ich, dass ich es gut mache. Ich glaube, ich habe vielleicht sogar die schlechtesten Chancen zu gewinnen, weil meins ist sehr käselastig und Freddy mag nicht so gern Käse. Ich mache halt bei sowas immer nur Sachen, die ich gerne esse. Mhm. Und die anderen sind mir voll egal. Ja, ich auch. Ich werde jetzt schon spoilern, Freddy wird sich darüber lustig machen, wie dieses Brot von mir geschnitten ist, weil das sieht halt echt aus wie die Titanic. In der Mitte gebrochen und ein bisschen schief. Oh nein, Zwiebelalarm bei Nina. Ich bräuchte die schnelle Zwiebelbrille eigentlich dafür. Aber jetzt werde ich so ein zwiebeliges Ohr haben, ne, weil ich das angepackt habe. Ich bin fucking ready zum Zwiebeln schneiden. Und ich zum Schnittlauch schneiden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, so ein Messer und so wenig sehen. Solange du nicht den hellerischen Messerfuchtler machst, hier ist alles safe für mich. Entschuldigung. Ich sag ehrlich, ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor 11 Jahren eine Frikadelle gemacht und gegessen. It's been a while. Ah, ihr könnt die auch alle nicht probieren. Wir sind alle vegetarisch, ne? Ja. Ja, dann kann keiner abschmecken. Dann ist es jetzt so, wie es... Dann ist es... Dann ist es jetzt so, wie es ist. Ich habe hier was fabriziert. Also ich mache die Zwiebelchen ganz, ganz fein, weil ich glaube, das muss so. Obwohl so eine kleine, lange Zwiebelüberraschung in so einer Friki ja auch eigentlich was Feines ist. Aber Freddy mag keine Überraschungen. Ich habe einen TikTok gesehen, da haben die Leute 2 Messer genommen und haben die so übereinander gehalten. Und dann haben die irgendwie so gehackselt, damit das so schneller geht. Und ich wollte es immer ausprobieren. Ich weiß, sie sieht falsch aus einfach. Ich frage mal, wie lange braucht ihr noch? Weil ich brauche jetzt noch ungefähr 7 Minuten. Willst du dich verpissen? Nö, ich bleib einfach hier. Okay. Du kannst auch später wiederkommen, wenn du nur noch das Ei braten musst. Nee, ich steh jetzt wie ein NPC hier. Ich finde, du hast dir aber dann ein doofes Rezept ausgesucht.
Gewinnen tust das, du das nicht heute. Das rutscht doch runter. Och, du Mano. Musst es doch so fein schneiden, damit es für den Gaumen perfekt ist. Okay, also zum Kochen das nächste Mal Haare zusammen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr gekocht hättet zum Thema Brot. Was ist euer Lieblingsbrotrezept? Ich hätte ein Brot gebacken. Du hattest die Möglichkeit, ein Brot zu backen. Auf gar keinen Fall, ich kann kein Brot backen. Du willst dir einfach keine Mühe geben und das ist auf irgendeine Weise auch okay. Warum will ich mir keine Mühe geben? Guck mal, wie schön das aussieht. Also ich an deiner Stelle hätte ein Brot gebacken. Okay, Leute, Zwiebeln sind klein gehackselt, die kommen jetzt hier zum Hackfleisch. Muss man das kneten? Keine Hark. Ahnung. Ich glaube, man muss das gleich massieren oder irgendwie so war das doch. Keiner weiß auch das Verhältnis. Eine Handvoll Zwiebeln zu 2,5 Hände Hack. Wie kommst du auf dieses Verhältnis? Ist das euer Familienrezept? Okay, das dachte ich mir gerade aus. Oh, yes. Ich glaube, wir können jetzt hier noch so ein paar Eier mit reinhauen. Eins vielleicht erstmal. Ich habe noch eins in petto. Hallo, Bull. Hi, na? Wie läuft's, ne? Hör mal. Schick? Hör mal, warte. Ich glaube, die sind noch zu frisch, die Brötchen, dass man die da so reinknuspern kann. Deswegen raspeln wir die. Was tust du? Ich mache einen Teststrudel. Sieht aus wie Parmesan. Ich glaube, das ist zu fein. Der ganze Herd ist nass. Dein Schritt ist nass. Oh. Kann man sich mit einer Reibe verletzen? Ja, du kannst dir den Finger abreiben. Aua. Ich zwiebel jetzt meine Brote. Das ist so Porree und Lauch gemischt. Ich vergaß die Kartoffeln, die kochen hier noch. Oh, oh, ja, die sind gut. Hoppla. Ach so, ich glaube, ich habe gar nicht erwähnt, ne? Ich mache so meinen Frikadellen-Kartoffelsalat. So, und da auch noch mal ein bisschen Schnittlauch drüber. Sehr zwiebelige Brote. Deswegen heißen sie auch Furzleib. Okay, das sind auf jeden Fall zwei gute Brote. Aber ich überlege, ob ich noch ein drittes mache, weil ich habe noch Zeit. Was machst du da? Die waren zu frisch, die Brötchen. Es war so flopschig beim Reiben. Ich dachte, back die doch schnell aus im Ofen. Kannst du mal deinen Mund halten jetzt da drüben? Du gehst mir halt mächtig auf den Piss gerade auf. Weißt okay, du, keine Ahnung von Frikadellen, keine Ahnung vom Kasalat, aber Kommentare höre ich da freche die ganze Zeit nur aus der Ecke. Vielleicht hat er recht gehabt, ich bin nicht sicher. Oh, ich habe vergessen, die Brote von unten so mit Öl einzustreichen. Ich mache das jetzt, ich hebe die Brote hoch und dann streiche ich mit so einem Ölpinsel einfach so von unten. Das klappt schon. Ach, ich hasse diese Schubladen. Ich sag's ungern, aber du hast recht gehabt. Ich habe jetzt hier sehr große Brötchenstücke. Überraschungseffekt. So. Wird ein schwieriges Thema. Dafür brauche ich auf jeden Fall erstmal meine Haare zurück. When you try your best, but you don't succeed. Also ihr habt alle gesehen, ein Brot ist drin, beziehungsweise ein Brötchen. Ich fülle jetzt auf mit Paniermehl. Ist das wirklich das gleiche wie so Brotkrumen oder wie heißt das nochmal? Guck hinten drauf, das müsste eigentlich aus Brot sein. Hier steht zum Panieren. Okay, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Wir machen noch ein Brötchen und raspeln das aber ein bisschen gröber. Geht das auch durch ein Sieb? Ich würde schon eine Reibe nehmen. Och nee, Junge, der Behälter ist falsch rum jetzt. Och. Okay, meine drei Brote sind soweit fertig. Scheiße. Ich glaube, wir können jetzt fast würzen. Und das mache ich mit Senf. Salz. Bisschen Pfeffi noch. Und dann noch ein bisschen von Freddys Bolo-Gewürz. Bisschen Paprika noch oben drauf. Bisschen Knoblauch oben drauf. Der ist ja grob. Ich dachte irgendwie, der wäre. Ja, wird eine stückige Frikadelle und ein bisschen petersillisch. Und jetzt wird das nochmal gemixt. Aber bevor ich mir gleich wieder ein neues Paar Handschuhe organisieren muss, erstmal eine Pfanne. In die Pfanne mache ich ganz viel Margarine, weil darin werden die Frikis ausgebacken. Und dann wird jetzt nochmal geknetet. Ein letztes Mal, würde ich sagen. Los geht's mit Frikadellen formen. Dafür nehmen wir uns immer so einen Gulp und formen einfach mal ein paar leckere, große Frikis. Es gibt so viele komische Worte für Frikadelle auch. Was sagt man? Frikadelle? Boulette? Ganz schlimm finde ich Fleischpflanzerl.
einfach mal gucken, was passiert. Vielleicht wird das auch hier ganz schön schlimm und das sieht aus wie der Burger, den SpongeBob mal dem Gesundheitsamt präsentiert. Okay, also ich form die letzten jetzt mal vor und park die in der Schüssel da vorne, weil sonst es nimmt hier sonst kein Ende und ich will echt mal irgendwie diese dreckeligen Handschuhe wegmachen und die Arbeitsfläche sauber machen, damit ich diesen Kartoffelsalat noch schnell fertig kriege. Oh nein, ich glaube, die haben eine scheiß Konsistenz, Alter. Okay, in der Zeit machen wir Kartoffelsalat. Bei mir gibt's Kartoffelsalat immer... Aua, das ist heiß. Noch mit Schale. Ich weiß, viele mögen das nicht. Ich mag das aber ganz gern. Jemand, der euren Kartoffelsalat kritisiert, ist den Kartoffelsalat scheiße. Eigentlich muss man, glaube ich, warten, bis die Kartoffeln kalt sind. Oh shit, die sind... Aber dunkel, Junge, Junge. Manno! Okay, wir mixen schnell noch ein Dressing zusammen. Aus bisschen Olivenöl, aus bisschen Essig, einem Schuss Honigessig, einfach nur, weil ich ihn in der Schublade gefunden habe. Bisschen Wasser, glaub. Außerdem kommt hier rein der restliche Senf. Freddys Bolo-Gewürz. Bisschen Salatkräuter. Ich kann nicht die Frikadellen probieren, aber dafür dieses Dressing. Viel zu viel Essig. Mach's doch einfach nochmal schnell neu. Als Tipp, mach ganz easy. 1, 2, 3, 4. 3 Esslöffel Öl, 3 Esslöffel Wasser, 1, Schuss 2, 3, 4. Essig, mach noch Wasser dran und Kräuter. Aber das habe ich doch. Ja. Das war zu viel Wasser. Hast du die nicht in Salzwasser gekocht? Doch. Ist gut, dass es gut gewürzt ist. Alter, frech. Es riecht hier schon unglaublich. Ja, aber die haben bei meiner Oma immer besser gerochen, aber danke. Okay, also meins muss nur in den Ofen. Was fabrizierst du jetzt noch? Ich hab mein Wasser gerade nochmal nachgesalzen. Jetzt wird ein Ei aufgeschlagen, hier reingemacht und gekocht. Schnell noch ein bisschen Petersilie klein zerhacken hier. Gebt ihr euch Mühe beim Anrichten? Nö. Ja. Bisschen wenig vielleicht. Ich glaube, du hast die Kartoffeln ein bisschen sehr durchgekocht. Wenn du das jetzt vermengst, könnte das eine... Das wird eine große eine Pampe sein. Das ist, ja. Hey, wenn ihr mal eine Grillparty macht, ladet mich doch einfach nicht ein. Oder ladet mich einfach ein und lasst mich einen fertigen Kartoffelsalat mitbringen. Aber scheiße ist anders. Ich glaube, da muss ein bisschen Gurkenwasser noch rein. Ich glaube, mein Ofen ist vorgeheizt. Deswegen stelle ich das jetzt einfach mal hier rein. Mein Wasser ist am Kochen. Das heißt, der nächste Schritt bei mir ist jetzt Strudel erzeugen, das Ei aus einer Schale da reingleiten lassen, also den Topf vom Herd nehmen, Deckel drauf, 5 Minuten ziehen lassen, fertig. Das Ei reinflopschen lassen. Es sieht aus wie ein Dementor. Es muss so aussehen. Ist nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Sieht jetzt auch relativ unspektakulär aus. Die hätten auch jetzt noch ein bisschen länger reingekonnt, aber so schlimm ist es jetzt nicht. Ja, aber auch angerichtet. Ich bin fertig und ich freue mich schon drauf, wenn es Freddy nicht schmeckt, habe ich gleich Frühstück. Wir laufen nur im Kreis. Ich werde einfach gern gemischt, ich weiß auch nicht. Du hast gesagt, du bist gern gemischt? Ja. Ja. Wie immer, bei jeder Folge haben wir eine Sache dabei, die nicht ganz drunter passt. Ich fange einfach mal, ich mache mal von links nach rechts, wie man auch lesen würde, an mit dem Gerät hier. Sollen wir da eigentlich sagen, was das Obertopic war oder wird sich komplett überraschen lassen? Oder hast du selbst gelesen? Hä? Ich habe überhaupt nichts gelesen, stimmt. Was, mit was habt ihr eigentlich gekocht? Warte, okay, Entschuldigung. Brot. Also das Obertopic, die Zutat, war Brot. Ich dachte, du hast es gelesen. Ich habe gar nichts gelesen, okay. Wirklich. Wir haben hier eine wunderbare Kreation von einer fetten Boulette, aber einem sehr schön aussehenden Kartoffelsalat. Ich bin ganz schön doll irritiert. Hat einen guten Charakter. Weil, danke, dass du schon ergänzt, dass dein Essen ist, Timo. Weil ich hätte nämlich auch direkt gesagt, bei so einer fetten Boulette würde ich direkt an Timo. Einfach, keine Ahnung, das ist irgendwie Timo. Aber dafür ist dieser Kartoffelsalat zu graziös. Gucken wir doch mal in das Geschmackserlebnis. Erlebnis, was ich hier enthalten will. Wenn da Käse drin ist, dann weiß ich schon, dass es von Timo ist. Gorgonzola-Kern. Gorgonzola. Ich schneide extra mal präventiv durch die Mitte, weil ich so Schiss habe, dass mir gleich so Gorgonzola in meine Fresse explodiert. Ey. Boah, es ist super fein Zwiebeln geschnitten. Das bist du gar nicht, Timo. Gorgonzola und ein Gruß aus der Küche ist da drin. Also erstmal ein bisschen Senf. Extra den Microplane für die Ferse genutzt. Also ich muss sagen, der ist sehr senfig, der Kartoffelsalat. Aber
bis dato. Ich habe die anderen Sachen noch nicht gesehen. Das ist alles ein bisschen zu fein geschnitten für Timo. Also Roulette ist auch sehr lecker und sehr rund. Ich weiß aber nicht, ob ich dem Ganzen vertrauen soll. Vielleicht habe ich mir auch einmal nur Mühe gegeben bis jetzt. Ist okay, ich finde das eine 3,5 von 5. Mein Auge tränt, wenn ich das esse, weil es nur so zwiebelig ist. Vor Glück und Freude. Also mein Bauchgefühl, was meistens tatsächlich richtig ist und ich mich dann immer dagegen entscheide, würde sagen Timo. Aber ich bleib jetzt erstmal, ich guck mal die anderen an, bevor ich mich festlegen möchte. Bei jedem Gericht, sieht auch aus wie Timo. Das sieht einfach aus wie eine Frikadelle, was geht. Hackfresse. Gucken wir mal das zweite Ding. Ja, gut. Plot Twist, ich habe alles gemacht. Ja, da habe ich gerade ihm um Unrecht getan. Dann sieht auch aus wie Timo. Das sieht auch aus wie Timo. Okay, also es ist einfach nur ein Käsesandwich. Oder ist hier noch wieder so eine... Jetzt können wir rausfinden, ob es Timo ist oder nicht. Oder ist eine Timo-Überraschung in der Mitte des Käsesandwiches? Kinderschokolade. Boah, ganz schön viel Frühlingszwiebel drin. Mhm. Ich verstehe den Brotgedanken. Ich finde den hier viel besser umgesetzt, als einfach nur ein Käsebrot zu machen und das ein bisschen anzuprosten, bin ich ehrlich. Bin auch ehrlich, wer mir ein Käsebrot vorsetzt, der ist irgendwie auch... Also eigentlich arbeitet die Person da noch nicht so lange hier, weil mich kriegst du wirklich mit allem, aber nicht mit dem Käsebrot. Was ist denn da drunter noch? Guck mal, hier ist doch noch so eine, hier ist doch noch so eine Uselscreme. Ich dachte, es ist tatsächlich irgendwie noch so Butter, aber es ist tatsächlich noch mal Käse, glaube ich. Bah, warum macht man sowas? Das ist ja voll ekelhaft. Boah, nee, das macht mich sauer. Aber wer hat's gemacht? Jetzt ich? Keine Ahnung, irgendjemand, der mir derben Durchfall wünscht, Alter. Das ist wie, als ich die Luca-Pizza 4 Käse gegessen habe. Da hatte ich eine Stunde auf dem Pott, Alter, und dann hat's aber gerührt, als wenn ein Wal aus mir rauskommen würde. Horn von Gondor. Rumpfzeiten. Haben ein paar Tore geöffnet, sag ich dir. Dazu habe ich jetzt gar keine Idee. Also ich würde, mein zweites Bauchgefühl hier war, dass es Sinn macht, weil Annika kommt ja so vom Land. Da ist so eine Frikadellengeschichte. Macht das schon Sinn? Land. Und die würde, glaube ich, auch einen guten Kartoffelsalat rocken. Das ist komisch. Das bist doch du jetzt. Außer das wird nochmal super weird. Aber Nina hat auch so eine schnelle Brille auf, weswegen ich jetzt komplett verunsichert bin. Ob die nicht einfach so eine komplett, keine Ahnung. Für einen schnellen öllischen Driss, ey. ADA Heller, Alter, irgendwie gemacht hat jetzt. Gucken wir mal hier ran. Ach du Scheiße. Ja, das ist sehr gesund. Ja, okay, also ein Avocado-Brot. Und dann haben wir oben drauf entweder Mozzarella oder Burrata-Zeug. Das ist ein Ei. Okay, pochierte Eier ist jetzt eigentlich ein Timo-Ding gewesen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was los ist. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was los ist. Das ist übrigens eine Eins. Oh. Ich weiß, pochierte Eier ist bei euch momentan so ein Thema. Es ist ein Thema. Die Frage ist, bei wem nicht? Na, ist ja lecker, ist mein Favorite. Das ist eine 4 von 5. Ist am rundesten. Besonders weil so viel Sesam da drauf ist. Ein bisschen irritierend, aber ist auch sehr lecker. Wem traue ich denn einen guten Kartoffelsalat zu? Das ist so ein bisschen das Ausschlaggebende. Frikadelle ist irgendwie so alles reinmatschen. Also hier bin ich mir fast schon sehr sicher, weil das auch so heavy angerichtet ist. Irgendwie ist das ein Annika-Vibe. Ich weiß nicht, ob der Vibe mich dann trügt. Du bist, keine Ahnung, sowieso nur essen. Nudeln eigentlich nur jeden Tag irgendwo bei irgendwem. Und Dosen-Ravioli. Das ist eine schwierige Zeit gerade. Ja. Boah, ich mach mal Bauchgefühl. Ich will das auch nicht zu lange stretchen, weil ich krieg sonst echt eine Krise. Ich hoffe wirklich, dass Nina die Frikadelle gemacht hat und ich schätze, aber eigentlich will ich Timo jetzt auch nicht so weird bewerten. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das so ein Nina-Ding ist, so ein weirdes so, hier Komfort, geh kacken oder so. Ja, aber Käse ist irgendwie immer so ein Timo-Ding gewesen. Annika ist immer so fein anrichten, könnte auch geswitcht sein. Ich bin sehr durcheinander. Ich sag Nina ist die Friki, ich sag Timo ist das Käse-Ding und ich sag Annika ist die Tomate. Und dann weiß ich überhaupt nicht, in welcher Konstellation wir in dieser Form auslösen. Ich habe auf jeden Fall alle zugeteilt. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt meine Augen zu und ihr stellt euch einfach an euer Gericht und dann halte ich meine Schnauze. Lecker war es aber. Zum Glück, ey. Gerne. Zum Glück, ey. Achso, die richtige Bewertung war eine 5. Was soll die Scheiße? Wollen dich auch mal ein bisschen verwirren. Das viele Sesam war es. Das hat mich nur noch verunsichert, weswegen ich nicht ganz sicher war, dass es Annika sein hätte können. Ich hab sollen. Zu Hause mache ich immer schwarzen Sesam drüber. Ja, weil du hast dann, du hast kein Dosierungsende. Das war so viel Sesam, da dachte ich mir, eigentlich kann Annika wäre viel, viel feiner gewesen. Deswegen war es nicht 100%, aber ich dachte mir schon irgendwie, dass so eine Scheiße da ist. Ja, und die hellersche Friki, Alter, ey, da einfach mal kurz. Ist es echtes Fleisch? Ja. Hast du echtes Fleisch für mich zubereitet? Ja. Das ist natürlich ein Beweis von wahrer Abneigung. Guck mal da hinten, wie viele da sind. Danke, Nina. Sehr gerne. Nett. Das war wirklich nicht so lecker, ich bin nicht ehrlich. Das ist vom Mittelaltermarkt. Kennst du den noch, wo wir beim Furzleib-Stand waren? Furzleib. Ja, ich kenne das sehr gut noch. Ich hatte einen schwierigen Abend.
Ja, gut. Vielen Dank, dass ihr für mich gekocht habt. Hättet ihr es besser erraten? Ihr habt natürlich auch das Video gesehen. Vielleicht habt ihr auch ans Ende geskippt. Dann lasst gerne einen Kommentar da. Für wen sollen wir als nächstes kochen? Wir können das natürlich auch mit Gästen, Gästinnen oder allem dazwischen und davor machen. Also lasst gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.